So, hallo ihr Lieben, heute gibt es wieder ein Neuzugänge-Video. Ich habe zwei Neuzugänge für euch und danach habe ich noch ein kurzes Anliegen an euch, dass ihr mir vielleicht dabei ein bisschen helfen könnt. Jetzt zum ersten Mal geht es jetzt mal um die Neuzugänge und zwar einmal um dieses Buch hier. Ich hoffe, ihr könnt es in der Kamera gut erkennen jetzt. Und zwar von Lukas Heiner, Das dunkle Herz. Ich habe sehr viel über dieses Buch schon gehört. Das ist so. Also vom Inhalt her ist es so, da geht es um Anna, der Bruder von ihr ist verschwunden und die halten eine Gedenkfeier ab. Und einfach weil sie halt meinen, er ist wirklich nicht verschollen, sondern ist ja wirklich auch tot. Und deswegen halten sie die Gedenkfeier ab. Und sie wacht auf einmal in der Wüste auf, ganz komisch, und beginnt dann eben ums Überleben auch zu kämpfen. Gemeinsam mit Nick versucht sie eben die Geheimnisse dieser Welt zu ergründen. Also was da passiert, was da abgeht. Und es ist wirklich spannend. Also Klappentext hat mir wirklich, ganz ehrlich, hat mich gleich angefixt. Sage ganz ehrlich, ich bin wirklich gespannt. Viele haben es anscheinend schon gelesen. Das ist der erste Band, wie gesagt. Es gibt auch noch einen zweiten, der wird, glaube ich, morgen oder am Samstag, glaube ich, rauskommen. Also ich bin wirklich gespannt auf dieses Buch. Ich weiß nicht, ob einer von euch das Buch kennt. Ich werde das Buch natürlich auch unten in der Infobox verlinken, dass ihr euch da auch informieren könnt über das Buch. Ja, und freue mich einfach, das Buch mal anzufangen zu lesen. Schauen wir mal. So, dann das nächste Buch, was ich habe. Habe ich auch auf sehr vielen Instagram-Accounts, auf sehr vielen Facebook-Seiten auch gesehen, auch Blog-Seiten schon. Und zwar geht es um dieses Buch. Ich hoffe, man kann es in der Kamera gut spiegeln jetzt ein bisschen, weil es nämlich ein transparenter Umschlag ist. Ich tue jetzt meinen Finger da mal ein bisschen weg, damit ihr den Titel sehen könnt. Und zwar The Bells heißt es, Schönheit regiert. Das ist ein transparenter Umschlag, wie gesagt. Deswegen spiegelt es jetzt ein bisschen. Aber es ist hoffentlich nicht so schlimm. Ich habe sehr viel Gutes über dieses Buch gehört. Das Cover und der Klappentext erinnert mich eher so ein bisschen an, ich weiß nicht, ob ihr die Bücher kennt, an Selection oder Juwel. Also da geht es darum, dass die Welt von New Orleans von Hässlichkeit bestimmt wird. Ja? Oder nee, Entschuldigung, nicht New Orleans, sondern Orléans. Ich glaube, das ist Orléans, Entschuldigung. Ja, und die Bells haben eben die Gabe, die Schönheit zu verleihen, also quasi den Menschen, die nicht so schön sind wie sie, eben die Schönheit zu geben, sagen wir mal so. Und die junge Camelia ist eine Belle, ist schön, begehrt natürlich für ihre Fähigkeiten, ganz klar. Und das macht natürlich begehrt. Und dann kommt sie in den Palast zum König eben. Ja, und da erkennt sie dann, dass ihre Fähigkeiten wirklich weit stärker sind, als sie gedacht hat. Und da muss sie sich entscheiden. Soll sie die Tradition der Bells bewahren oder ihr eigenes Leben riskieren, um ihre Welt für immer zu verändern? Also klingt für mich wirklich sehr, sehr spannend. Also bin ich gespannt, ob das meinen Geschmack trifft. Wie gesagt, ich finde, erinnert ein bisschen an Juwelen, an Selection. Ich hoffe, ihr kennt die beiden Bücher. Ja, ich bin gespannt. Und dann habe ich noch eine Bitte an euch. Und zwar. Es ist jetzt so, dass ich ja nicht so lange hier bei YouTube eben bin. Und jetzt hoffe ich, dass ihr mir da ein bisschen helfen könnt. Und zwar, was euch interessiert an Themen. Das wäre jetzt eigentlich für mich wichtig zu wissen. Und zwar habe ich mir ein bisschen was aufgeschrieben. Also, dass ihr mir einfach das unten in die Kommentare einfach dann reinschreibt. Und zwar, einmal habe ich den Wunsch, ob ihr vielleicht, was ich für Videos machen könnte. Also, was ihr da an Vorschlägen, an Ideen habt. Was ich da machen könnte. Ich weiß, ich habe jetzt schon ein Bücherregal-Video gemacht. Ich könnte auch noch was andere Videos machen, was sich um Bücher dreht. Zum Beispiel könnte ich, wenn ihr das wollt, ein Schwerpunktthema machen, zum Beispiel ein bestimmtes Genre in den Vordergrund stellen und sagen, wenn ihr zum Beispiel sagt, ja, ihr liest gern historische Romane, ich möchte gerne anfangen mit historischen Romanen, ob ich da einen Tipp habe, mit welchem Roman man anfängt, weil der Schreibstil bei diesen Büchern ist ja wirklich sehr anders. Wie jetzt im Gegensatz zu New Adult Contemporary zum Beispiel, wenn wir den Vergleich jetzt zum Beispiel ziehen. Oder habt ihr zum Beispiel auch Wünsche, was Hörbücher angeht? Ich höre sehr gerne Hörbücher. Habt ihr da vielleicht Fragen dazu? Oder dass ihr sagt, ja, macht doch mal ein Video über Hörbücher.
Was ist wichtig an einem guten Hörbuch? Also ich persönlich sage jetzt über Hörbücher, dass ich zuerst das Buch lese und dann erst das Hörbuch höre, weil ich finde, für mich ist es einfach besser. Da weiß ich einfach, um was es im Buch geht. Weil für mich ist es wichtig, dass ich vorher weiß, wie gesagt, um was es in dem Buch eben geht, dass ich den Inhalt einfach kenne und dass ich weiß, was ich mich einstellen muss beim Hören. Beim Hören natürlich wichtig ist die Stimme. Ich meine, das wisst ihr sicher auch alle, die ein Hörbuch hören, wisst ihr sicher auch, dass die Stimme einfach das Entscheidende, für mich fast das Entscheidende eigentlich ist. Und ja, vielleicht habt ihr da Fragen dazu, weiß ich nicht, kann ich auch ein Video drüber machen. Ich bin, finde ich, jetzt für meine Begriffe sehr erfahren, was Hörbücher angeht. Oder ob ihr Buchtipps von mir haben wollt. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ach, ich habe eine bestimmte Reihe angefangen vielleicht. Und ihr fragt euch jetzt, ja, soll ich den zweiten Band, soll ich weiterlesen? Lohnt sich das überhaupt? Und vielleicht habe ich zufällig auch das Buch in meinem Bücherregal stehen, vielleicht. Dann bin ich da gerne bereit, euch da zu helfen, wenn ihr das wollt. Ja? Weil ich möchte ja meinen Kanal auch ein bisschen bekannter machen. Und ich möchte ja wissen, was interessiert euch eigentlich an, was Bücher jetzt angeht. Was brennt euch auf den Nägeln quasi? Dann schreibt es mir doch bitte in die Kommentare rein, damit ich weiß, was kann ich nächstes Mal Besonderes machen, vielleicht ein Special oder irgendwas, damit ich einfach weiß, was kann ich machen, um euch da ein bisschen, um euer Interesse so ein bisschen mehr zu wecken, vielleicht, weil nur Neuzugänge-Videos vielleicht ein bisschen langweilig, weiß ich nicht. Deswegen würde ich da euch einfach mal bitten, mir ganz kurz, nur in ein, zwei Sätzen, das reicht mir schon, das unten in die Kommentare reinzuschreiben und dann weiß ich, okay, dann weiß ich, was ich nächste Woche oder diese Woche noch für ein Video machen werde. Ich denke wahrscheinlich eher wird es nächste Woche werden, dass ich einfach weiß, was euch interessiert, was euch gerade bewegt in Sachen Büchern, ja, genau. Oder wenn ihr zum Beispiel Buchempfehlungen haben wollt, wenn ihr jemanden kennt oder für euch selber, habe ich ja eigentlich schon in Buchtipps schon erwähnt. Oder zum Beispiel, was englische Bücher angeht. Vielleicht habt ihr da Fragen oder wollt ihr ein paar Tipps von mir haben? Was ist wichtig, wenn man englische Bücher liest? Vielleicht ist das für euch relevant. Ich weiß es nicht. Bitte einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Ich werde die Themen, die ich mir hier auf meinem Zettel aufgeschrieben habe, ich halte mal kurz in die Kamera hier. So, das werde ich natürlich auch noch unten euch in die Beschreibung reinschreiben, damit ihr das euch nochmal durchlesen könnt. Und dann bitte ich euch einfach drum, einfach kurz in ein, zwei Sätzen einfach hinzuschreiben, was ich demnächst für besondere Videos machen kann und machen sollte. Ja, das wäre mir ganz wichtig, damit ich einfach euer Interesse einfach ein bisschen mehr wecken kann. Ich sehe ja, ihr schaut meine Videos, was ich toll finde, ja, wirklich super. Und ich hoffe, dass auch ein paar von euch dabei sind, die auch meinen Kanal hoffentlich abonnieren werden. Das ist ja, denke ich, auch ganz wichtig. Also natürlich auch meine Videos liken, ganz klar, meine Videos teilen, ja. In euren Gruppen, in euren Blogs, wenn ihr habt, oder auf anderen Seiten, die ihr betreibt oder wo ihr Mitglied seid, ganz egal. Ja, und sonst, wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, irgendwie ganz egal was, dann bitte mir unten in die Kommentare reinschreiben. Die Themen, wie gesagt, werdet ihr dann unten auch in der Beschreibung dann finden. Und ich bitte euch einfach ein bisschen Mithilfe, damit ich weiß, was kann ich euch Gutes tun, sage ich mal. Ja, und ich hoffe, ihr gibt's mir da Anregungen, stellt auch Fragen natürlich, ganz klar, damit ich einfach weiß, an was kann ich noch arbeiten und zweitens, was kann ich für besondere Videos für euch machen. Also sicher habe ich jetzt schon ein Regalvideo gemacht, was natürlich auch, denke ich, am Anfang wahrscheinlich eher unüblich ist, aber ich habe mal gedacht, damit ihr wisst, was habe ich denn überhaupt für Bücher in meinem Regal stehen. Finde ich, habe ich gedacht, mache ich das gleich am Anfang. Und viele von euch haben es ja auch geguckt. Wenn ihr Fragen habt zu den Büchern, die was in meinem Regal stehen, dann bitte auch unten in die Kommentare reinschreiben. Aber wichtig ist jetzt mir ganz klar die Themen, die ich jetzt für euch vorhin gerade genannt habe, die ich auf meinem Zettel aufgeschrieben habe. Und ich hoffe, ihr könnt mir da ein bisschen helfen. Das würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Und ich danke euch, dass ihr mir zugehört habt und mir hoffentlich auch viele Anregungen bietet und Beispiele bietet, was ich, wie gesagt, an Videos Besonderes machen kann. Das würde mich echt sehr, sehr freuen, wenn ihr das machen könntet, mir einfach unten reinzuschreiben. Deswegen sage ich vielen Dank an euch und ich hoffe, es wird was. Ich kann euch besondere Sahnehäubchen oder irgendwas liefern, was ihr unbedingt
sehen wollt auf meinem Kanal. So, also wie gesagt, vielen Dank an euch fürs Zuhören, fürs Zusehen und bitte auch meinen Kanal natürlich abonnieren. Macht Werbung für meinen Kanal, wenn ihr das könnt, wenn ihr das wollt. Aber wichtig ist mir jetzt einfach eure Rückmeldung, was ich euch an Themen einfach liefern kann. Das wäre super. Also vielen, vielen Dank. So, und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche hier wieder. Ihr merkt es ja schon, es ist ja draußen dunkel geworden jetzt schon. Deswegen habe ich jetzt bei mir das Licht angemacht, dass es einfach genug hell ist. Ich stehe jetzt auch, sitze jetzt auch fast unter der Lampe, aber es geht noch. Ich bin nicht geblendet worden oder so. Also vielen Dank an euch. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Und ich freue mich auf eure zahlreichen Rückmeldungen, die ihr mir hoffentlich unten in die Kommentare reinschreibt. Ciao!